Ist dein Stuhl weggerutscht? Eben gerade, als ich mich hier so raufgesetzt habe. Du. Wirklich? Sowas kann schnell mal zum Versicherungsfall werden. Ja. Aber dann kann man ein Buch drüber schreiben und nochmal bei Kerner drüber reden. So. War das schon so? Ja. Nee, was? Wir haben jetzt uns schon umgezogen, weil gleich kommt etwas für die Freunde von Edgar Allan Poe, meine Damen und Herren, die in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag hätte feiern können. Übrigens, wenn ich mich richtig ekeln will, ja, ich warte gar nicht abends bis zum Dschungelcamp. Weißt du, wo ich mich richtig ekeln kann? Na? Bei die Küchenschlacht mit Larve und Lichter. Das ist sensationell. Da habe ich neulich Nachmittag reingezappt, ja? Kennst du das? Ja. Da kocht immer ein Paar im Duo gegeneinander und Larve, das ist der mit diesem Bart, ja? Ja, mit herrlicher Kölsche Ausstrahlung. Nee, das ist Lichter. Lichter kocht und immer Lichter so anbietend, die Nüderchen und Mädchen und hier und Süßchen. Und dann kommt Larve und beurteilt das. Und das war eine Sensation. Du siehst ihm den Ekel schon an, wenn er zur Tür reingekommt, ja? Er ist so angewidert von den Teilnehmern, ja? Ein unglaublicher Hass, der kaum zu kaschieren ist, auf diese blöde Rotzbremse hier. Und dann fängt er an zu essen. Oh je, was ist das denn? Na komm, ha, er soll es beurteilen. Er schiebt es gleich weg. Da schaut, das ist ja halb roh. Na, das kann er nicht essen. Ja. Soll das die Soße sein? Da ist ja viel zu viel Sahne. Das ist so großartig. Ja. Ich gucke es mir nur an wegen des Ekels. Ja. Ich brauche das Kochen. Das Kochen vorher könnt ihr weglassen. Ich will einfach nur noch, dass das Larve reinkommt und sich ekelt von dem, was er da serviert kriegt. Das ist fantastisch. Und Lichter versucht aufzufangen. Oh, komm mal, hör mal. Das kostet bei dir 39 Euro. Und das heißt, Larve, für dich das Doppelte. Fantastisch. Kommt das jeden Tag? Immer montags bis Freitag oder dienstags? Ich weiß gar nicht. Ich glaube doch, montags bis Freitag sind 5 Kandidaten und am Freitag darf der Gewinner bei Lanz kochen. Darf oder muss? Muss. Ja. Da hat schon mal mein Schwager mitgemacht, du. Nee. Ja. Ach was. Gleich verloren, erste Runde. Wirklich? Ja. Ist bei Larve rausgeflogen. Wirklich. Ja. Naja, egal. Wieso erzählst du das jetzt? Ja, weil es einfach eine schöne Anekdote war und ich wollte die einfach hier loswerden. Natürlich. Deswegen bin ich auch im Fernsehen. Noch. So. Ja, komm, jetzt erzähl doch mal ein bisschen. Man hört so gar nicht. Was heißt noch? Ja, ich möchte jetzt echt nichts zu sagen. Erzählst du es nachher bei Kerner? Ja. Da packe ich aus. Knallhart. Hier, das ist ein Spiel, das habe ich das ganze Wochenende gespielt. Das kommt jetzt auch am Freitag noch mit der Post zu Ihnen nach Hause für die Wahl in Hessen, die Sozenwahl. Ja, die sag ich mal hierbei, das ist was ganz Tolles. Hier habe ich die. Am Sonntag ist ja wieder mal Wahl in Hessen. Ja. Und die jährliche Wahl, wie es so schön heißt. Richtig. Und weil die SPD ja dermaßen viel eigene Parteimitglieder gegen die Wand laufen lässt, gibt es jetzt als kleinen Spielartikel die Sozenwand. Hier haben wir Frank-Walter Steinmeier. Einfach hier einspannen, da ist die Sozenwand und ja. Hier Münte mit Schal. Ypsilanti. Nochmal. Das ist das Tolle an Ypsilanti. Ja, die verträgt es auch zweimal. Komm, nimm mal hier. Danke, danke. Warte mal. Oh, da ist. Das ist schon ein bisschen der siebte Sinn, wie die Zeitlupe aussieht. Du. Ja. Die aus dem Auto rausfliegen. Oh, es gibt ja noch mehr Spiele. Ja, natürlich gibt es noch mehr Spiele. Noch mehr Spiele. Und zwar die Spieledition 10 Jahre Wintersport. Das ist sowas Tolles. Wir haben hier mal ein bisschen was vorbereitet. Schreibtisch Wintersport, so heißt es richtig. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Das hier, meine Damen und Herren, ist das Spielbrett. Das Spielbrett. Ich habe hier die Rasierschaumloipe, die haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Ja, das ist Biathlon, ist das. Das ist ja ganz großer Wintersport, wie im Fernsehen mit einfachen Mitteln. Das neue Spiel für 2 bis 4 Menschen. Das ist Läufer 1. Ja, richtig. Ich habe hier die Bedienungsanleitung. Man nehme eine Eisfläche. Die Fläche wird vollständig mit Rasierschaum eingesprüht. Den Schaum mit einem Schaber glatt streichen. Haben wir. Mit einer Gabel eine Loipe ziehen. Haben wir schon gemacht. Rundkurs anlegen. So, jetzt mit Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand schlüpft der Spieler in die orange Minischeehose. Mit den Fingern der linken Hand in die grüne Minischeehose. Habe ich schon. Die Biathlon-Gewehre werden in die Seitentasche der Hose gesteckt. Also von denen hast du. Ja. Und nun mitten hinein ins dramatische Sprintfinale. Der Modellathlet aus dem Allgäu führt hauchdünn vor dem immer stärker aufkommenden Biathlon-Urgestein aus Norwegen. Die Gewehre sind rausgefallen, ich finde den nicht. Die ist sind egal, so klein. Dann tu einfach so, als ob. Fast zeitgleich kommen die zwei am Schießstand an. Der Deutsche legt an. So, das ist erstmal rum. Das ist herrlich, ist das. Auch fürs Büro immer mal schön. Na, natürlich, klar. Jetzt mache ich mal mit Überholen hier vorbei. Ja. Mit zum Laufschritt den Hang hoch. Toll. Neuschnee ist natürlich schwierig. Ne? Ja. So, jetzt kommt
Jetzt kommt die Schusssequenz. Da hier, haben wir das da hier haben wir hingestellt. Hier, das hier dafür? Liegend schießen? Liegend schießen. Richtig? Richtig. Und jetzt? Mach einfach. Das macht aber nicht. Ja, wie macht's denn dann? Okay, dann macht's halt. Ja, macht es oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann macht's halt. So ein Spiel muss man auch ernst nehmen. Ja, absolut. Ja. Ist bulgarische Gewichtheberin. Ja. Biathlon ist. Oder Dirk Bach, wenn er zu viel. Na gut. Also. Sag mal, ist denn ist der da zusammen mit Dirk Bach das immer ansagt, ist das dieser Lorenzo? Nee, das ist der Zitlo. Aber einer ist doch hat Transsexueller, oder wer ist das? Der Loreile heißt. Ist das dieser Zitlo, oder wer ist denn der Transsexuelle? Nein, der Zitlo moderiert mit dem Bach zusammen. Das ist der mit den kürzeren Haaren, der Zitlo. Richtig, ja. Mit dieser. Ja. Inka Bause hätte gerne auch so eine Frisur, wenn es gut gelaufen wäre. Ja, ach so, das ist der Zitlo. Das ist der Zitlo. Ja. Und der andere Transsexuelle sitzt unten oder wo? Richtig. Oder nicht? Richtig, richtig. Ja. Ich verwechsel die immer, wenn es schnell geschnitten wird, wer es ist, aber ich glaube, es ist Loreile. Aber das Spiel macht aber echt Spaß. Es gibt ja. Ja, das macht riesen Spaß. Man hat auch hier gesehen, dass du auch was getroffen hast. Und das gibt es auch nicht nur mit Biathlon, sondern auch mit Eiskunstlauf. Das ist eigentlich noch toller, weil es ein bisschen eleganter ist. Das ist mehr so was mit Kindern. Ja. Ja? Aber Eiskunstlauf, das ist wirklich was richtig Schickes. Und da braucht man auch ein bisschen Finger. Haben wir überhaupt noch die Zeit? Du musst gleich rüber zu Kerner. Oder? Reicht es noch? Ja, ich mach das jetzt parallel. Wir machen das mal hier. So. Eisfläche ich aufstellen. Sag's nochmal, Rauchen ist wirklich gefährlich. Ja? jetzt. Ja, da müsste es aber hier auch nicht rosa sein, das Bein. Geht das hier so rein. Ja. So. So. Und das ist jetzt auch, was haben wir, wenn Sie eine Herrenrunde haben, sagen Sie. Nee, ein weiter. Wie denn ein weiter? Nee, die Herrenrunde ist. Die Herrenrunde ist so. Ja. Ja, ist ein. Ist ein bisschen mal. Kommt mal wieder. Es kommt an. Im Norbert-Schramm-Fanshop. So, jetzt das hier. Die Pokale müssen ja erst erlaufen werden. Richtig. Können wir mal die Musik haben? Ja. Die Eislaufmusik schlechthin. Also, Bolero. Achtung, jetzt erstmal langsam warm laufen. Richtig. Jetzt doppelter Rittberger zum Aufwärmen. Au, oh. Mach doch einen dreifachen Salchow hinterher. Nee, das war kein Salcho. Wie geht der Salcho? Auf dem einen rüber, in der Drehung ankommen? Richtig, richtig, genau so. 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 Jetzt den Wurflutz. Ja. Ja, das. Fingerfertigkeit. Und jetzt noch einen fünffachen Achsel mit der Todesspirale beenden, dann hast du die Kür durch. Über solche Kinder durfte man keine Witze machen in der Schule. Nee. Wirklich. Das ist nicht schlecht. Jetzt noch die Abschlusspose, damit die auch wirklich gestanden ist. Das war doch immer früher Thor Wildin. So auf dem Eis. Die kennst du gar nicht. Thor Wildin? Ja. Thor Wildin waren lange Zeit im Eis. Die haben den Eistanz revolutioniert, weil sie haben als erste den Bolero-Tanz ein Polizistenpaar irgendwo aus England und sie lagen 10 Minuten festgefroren am Schluss und danach war der Eistanz nicht wie vorher. Habe ich recht? Ja, Thor Wildin. Ja. Sag dir gar nichts mehr. Nee, ich kann nur Kathi Witt. Ja. Das habe ich noch gesehen. So, jetzt natürlich, das ist dann, wo dann der Unparteiische mitmacht, die Wertung ganz kurz, Helmut. Genau. Oh, entschuldige mal, natürlich kann es sein. Wir haben eine Sondermeldung. Oh, die müssen wir reinnehmen. Wie wir berichteten, hatten verbrecherische Elemente den Bambi des beliebten Volksschauspielers Johannes Heesters eingekesselt und geraubt. Das beständige Anrennen unserer Truppen gegen die Stellungen der Diebe zwang diese zur Kapitulation. Der Bambi wurde anonym zurückgegeben. Frau Simone Rietl-Heesters fand ihn bei der morgendlichen Gartenarbeit. Die große öffentliche Erleichterung kommentierte der Volksschauspieler mit den Worten: Ich bedanke mich bei den Dieben und hoffe, dass sie mich die nächsten 30 Jahre in Ruhe lassen.